Hallo Freunde der Sonne, ihr habt doch sicher alle mein bezauberndes Video gesehen, wo ich Pablo Escobar war oder bin. Und es war gar nicht so einfach, weil jetzt kriegt er mal mit, was für ja geiler Content und was für ein geiles Team hinterher Aaron steht. Nee, eigentlich nicht. Es ist nur Timo da und ich habe Heidi gefragt, ob sie mal das machen kann, weil Heidi, da ist die Heidi. Ich soll ganz dringend sagen, Heidi ist Single. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr sie kennenlernen wollt. Heidi macht mich heute zu Pablo Escobar und demnächst zu ein paar YouTubern, wenn ich auf Events gehe. Aber das wird ein ganz anderes Video werden, sage ich jetzt schon. Okay, jetzt sitzt du richtig tief, so wie es geht. Richtig doll. Mehr geht nicht. Habe ich gerade gleiche Haare wie Robert Hofmann? Dann fehlen ja nur noch 20 Kilo. Und dann könnte ich boah, mal auf ein Event als Robert gehen, wäre auch witzig. Ja, ganz ehrlich, Pablo war eigentlich nur Zufall. Ich und Heidi haben eigentlich ganz andere Sachen geplant. Aber die Gaming-Messe wurde leider verschoben. Eigentlich könnte ich auch als Sammy Slimani auf die Glow gehen. Vielleicht kommen wir so wieder rauf, Timo. Kennst du Sammy Slimani, Heidi? Mhm. Kriegst du mich als der hin? Klar. Dann brauche ich ganz weiße Zähne und Augen wie von so einem Kuckuck. Du kriegst jetzt ja. Das hier drauf. Was ist das? Das ist jetzt Hautcreme. Bedeutet? Geht nie wieder ab. Wirklich? Nein, der ist nur zum Fixieren für die Kontakte. Du hast fixieren gesagt. Fixieren? Ich will gar nicht sehen, wie ich gerade aussehe. Dämlicher als sonst, Timo? Hm. Nicht unbedingt, wa? So. Ist das für Dienstag viel Bart oder wenig? Dienstag, heute haben wir... Donnerstagabend? Donnerstagabend. Relativ schneller Bartwuchs. Schnell? Mhm. Findest du? Ich hab wie so ein kleiner Junge. Unregelmäßig, aber schnell. Reden wir jetzt von meinem Bart. Ich bin gespannt, wirklich. Wir haben nämlich ein Bild, also das habe ich Heidi geschickt, so will ich aussehen. Das blendet der Timo jetzt ein. Und die große Frage ist, sehe ich am Ende so aus, weil ich bin ja riesen Pablo Escobar-Fan. So, das ist jetzt einfach nur mal unten drunter und ich muss das gleich mit der Schere noch zurechtschneiden. Jetzt könnt ihr hier, da kaum. Das darf jetzt ganz gemein sein. Ich wollte jetzt gemein zu dir sein. Ich wollte gerade so gemein zu dir sagen. Was wolltest du denn sagen? Wolltest du das gleiche sagen? Weißt du, was das für Haare sind? Achso, nee, ich wollte sie sagen, kennst du, wa? Das ist bescheuert. Oh, das juckt halt aber schon. Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie oft du mich heute beim Frisuren sehen wirst. Was für ein Spaß da. Wenn du so machst, juckt halt das gleich viel mehr. Viele von euch haben sich ja gefragt, warum ich zugenommen habe. Viele haben gesagt, ah, du bist dicker geworden. Genauso, damit ich mehr und besser aus wie Pablo Escobar aussehe. Demnächst wird es wieder schlank und rank. Oder darf man auch mehr drauf haben? Man darf auch mehr drauf haben. Naja, ich habe mich natürlich auf die Rolle vorbereitet, ja. Zugenommen, Puta. Ja, alle Folgen Narcos geguckt. Übrigens, am Ende. Puta. Ich sag dir nicht, was das bedeutet. Das bedeutet, hallo, wie geht's? Wenn ihr jetzt sagt, man, der Aaron, der sieht ja wirklich aus wie Pablo Escobar und verkleid dich doch mal als Sammy Slimani auf der Glow, auf irgendeiner Spielemesse als Dena oder Unge, gib dem Video einen Daumen nach oben und von der lieben Heidi, du hast ja auch eine Facebook-Seite, mhm. In der Infobeschreibung, bist du eine, die Penisbilder will oder eher nicht? Nope. Nein, Penisbilder will sie nicht, aber schreib dir und an alle Mädels, sie kann auch Haarverlängerung und alles. Ich bin ein bisschen müde vom Rumsitzen. Ja. Ich liebe es, wenn so an mir herumgewerkelt wird. Ich liebe auch Zahnarzt. Ja, kann ich voll entspannen. Willst du vielleicht mal mit deiner Zunge in meinem Mund rumwerkeln? Und kann ich... So, sehr gut. Folgt der Heidi und schreibt in die Kommentare, als wen ich mich verkleiden soll und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Tschö. Untermann. Ja, wenn du nett zu mir wärst, dann würde ich jetzt auch eine nette Unterhaltung mit dir führen. Dann würde es hier richtig gut laufen. Aber ich glaube, da hinten kommen richtige Promis. Kannst du weitergehen? Ey, du bist so gemein heute.